Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute mit einem für uns sehr wichtigen und spannenden Thema befassen, nämlich der klimaneutralen Industrie der Zukunft. Das ist ein Schlüsselthema für das Industrieland Nordrhein-Westfalen, an dem wir auch seitens der Landesregierung sehr intensiv arbeiten. Und ich wäre gerne auch persönlich heute Morgen bei Ihnen, um diese Frage mit Ihnen gemeinsam zu besprechen. Leider ist mir das nicht möglich, aber ich bin dankbar, dass ich die Chance habe, über diesen digitalen Weg Ihnen zu sagen, warum das so wichtig ist und woran wir konkret arbeiten. Wir wollen Nordrhein-Westfalen als eines der wichtigsten Industrieregionen Europas zu einer der modernsten und auch umwelt- und klimafreundlichsten Regionen in Europa machen, weil wir das für zentral halten, damit wir auf der einen Seite unsere Klimaziele, die sehr ehrgeizig sind in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, in Zukunft auch wirklich verlässlich erfüllen können. Auf der anderen Seite sehen wir in einer klimaneutralen Industrie auch einen Wettbewerbsvorteil in Zukunft, wenn wir es richtig machen. Wenn wir diesen Transformationsprozess nämlich in einer Art und Weise organisieren, dass wir ihn nicht gegen oder ohne die Industrie machen, sondern mit der Industrie zusammen. Und wenn wir neben inkrementellen Verbesserungen, die ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon durchaus sehr intensiv auch erfolgt sind, zur Effizienzsteigerung in den Unternehmen, auch die Gelegenheit nutzen, zu echten Technologiesprüngen zu kommen. Und die werden notwendig sein, wenn es nicht nur darum geht, die CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990 um 30 oder 50% zu reduzieren, sondern wenn es darum geht, dass wir in Richtung einer wirklichen klimaneutralen Industrie uns bewegen, also nicht mehr nur über 80% 2050 sprechen, sondern auch über 95% sprechen. Ein solches Niveau heißt, dass wir über grundlegende Veränderungen der Produktionsprozesse und der Logistikströme miteinander sprechen müssen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass sich die Kernindustrien, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, wie etwa die Stahlindustrie oder die chemische Industrie, aber auch Aluminium, Zement, Glasindustrie und andere energieintensive Industrien, längst auf den Weg gemacht haben, um aus ihrer jeweiligen Perspektive heraus, aber auch aus der Gesamtperspektive, sich zu fragen, welche Technologien sind notwendig, um einen solchen ambitionierten Pfad auch tatsächlich nachhaltig beschreiten zu können und welche Rahmenbedingungen sind notwendig, damit das diesen Industrien auch tatsächlich gelingen kann. Ganz wichtig ist aus meiner Erfahrung mit dieserlei Herangehensweisen, dass es sehr wichtig ist, sich nicht nur isoliert damit zu beschäftigen, sondern sich auch zu fragen, was in den jeweils anderen Industrien gedacht wird, welche Strategien dort überlegt werden. Denn wir sehen, wenn wir das aus der etwas größeren Perspektive betrachten, auch eine Chance, Synergien tatsächlich auch heben zu können und zu einem Verbund zu kommen, zu einer verbund- und prozessorientierten Transformation. Da haben wir ja sehr viel Erfahrung hier in Nordrhein-Westfalen. Gerade die Chemie beispielsweise ist eine Prozessindustrie, die immer es vermocht hat, hohe Effizienzvorteile dadurch zu generieren, dass man eng aufeinander bezogen im Chemieverbund über die gesamte Supply Chain auch gearbeitet hat. Da ist also sozusagen nichts verloren gegangen, da sind keine Abfälle erzeugt worden, die nicht weiterverwertet werden konnten, sondern man hat immer wieder versucht, auch Kuppelprodukte für neue Geschäftsfelder auch nutzen zu können. Und ich sehe eine große Chance hier an dem Industriestandort Nordrhein-Westfalen, wo wir so viele unterschiedliche Industrien haben, dass wir sie auch noch stärker aufeinander beziehen können, wenn es jetzt darum geht, Strategien zu entwickeln für eine klimaneutrale Industrie. Eine der ganz großen Chancen zu diesem Ziel bietet sicherlich das Thema Wasserstoff. Deswegen wird Wasserstoff hier auch sehr intensiv diskutiert. Wenn wir CO2 in Produktionsprozessen ersetzen wollen oder das Mineralöl beispielsweise Schritt für Schritt und das Naturgas ersetzen wollen, dann müssen wir natürlich mit blauem, müssen wir mit grünem Gas arbeiten und
mit Wasserstoff. Wir haben Projekte sehr konkret im Testlauf gerade in Betrieb genommen bei ThyssenKrupp, wo wir CO2-Reduktionsverfahren durch Wasserstoff ersetzen. Wir haben Carbon-to-Chem-Projekte, wo wir reines CO2 sehr gezielt in den chemischen Produktionsprozess integrieren und vieles mehr. Das sind aus meiner Sicht sehr vielversprechende erste Vorhaben. Aber wenn wir das natürlich insgesamt Wirklichkeit werden lassen wollen, dann werden wir in ganz anderer Weise unsere Produktionsprozesse auch modernisieren müssen. Das setzt voraus, dass wir in viel größerem Umfang auch Wasserstoff verfügbar machen. Um Wasserstoff zu gewinnen, braucht man Energie. Energie, um Wasserstoff zu erzeugen, soll natürlich in Zukunft eine klimaneutrale Energie sein. Hier wird es große Anstrengungen bedürfen im Aufbau und Ausbau der Erneuerbaren. Bei uns in Nordrhein-Westfalen, offshore, aber eben auch in anderen Teilen Europas und auch in Afrika, in den heutigen Ölstaaten, wo wir dringend auch einen solchen Transformationsprozess brauchen. Also es wird darum gehen, dass wir Infrastruktur auch bei Pipelines, bei Netzen erweitern, aber auch noch besser nutzen, eine neue Arbeitsteilung auch organisieren und dafür Sorge tragen, dass beispielsweise Wasserstoff aus Erneuerbaren in bezahlbarer Form und entsprechender Verfügbarkeit Teil eines neuen Industrieverbundes in Zukunft wird. Wir arbeiten in Nordrhein-Westfalen an diesen großen Themen mit den einzelnen Unternehmen und Branchenverbänden, aber wir haben auch einen sehr systematischen Ansatz dafür gewählt mit In4Climate, einer Landesinitiative, in der dankenswerterweise über 30 Industrieunternehmen, auch Verbände mitwirken, gemeinsam mit der Wissenschaft, allen voran mit dem Wuppertal-Institut, wo wir Wirtschaft und Wissenschaft aufeinander beziehen, um daraus zu konkreten Projekten zu kommen, aber eben auch uns darauf abzustimmen, wie die verschiedenen Unternehmen, Branchen an den Standorten in Zukunft auch zusammenarbeiten können. Natürlich geht es dabei auch um neue Technologien. Wir brauchen zum Beispiel Elektrolyseverfahren, um zu günstigerem Wasserstoff zu kommen. Das ist natürlich eine Herausforderung auch an die Unternehmen, die im Anlagenbau, im Maschinenbau tätig sind. Auf der anderen Seite öffnen sich natürlich auch neue Chancen für Industrien, die wir gerade bei uns beheimatet haben. Gerade in der Metropole Ruhr haben wir viele Unternehmen, die in diesen Bereichen arbeiten. Deswegen haben wir eine neue Initiative begründet, ein Spitzencluster für Innovation in der Industrie mit den großen Playern im Maschinen- und Anlagenbau der Metropole Ruhr, die sich jetzt zusammenschließen, um diese neuen Herausforderungen für die Industrie auch sehr gezielt anzugehen und die Technologien zu entwickeln und Verfahren, die gebraucht werden, damit die Industrie sich in dem beschriebenen Sinne in Zukunft noch besser anpassen kann. Es sind also sozusagen mit In4Climate und SPIN zwei Seiten ein und derselben Medaille in dem Bemühen, dass gerade aus Nordrhein-Westfalen heraus auf der einen Seite mutig beschrieben und auch vorangetrieben wird, wie die Industrie sich umbauen kann und auf der anderen Seite die Instrumente auch bereitgestellt werden, die Technologien bereitgestellt werden, die wir auch dafür brauchen. Und wenn wir das hier zeigen können, dass es gelingt, dass wir wettbewerbsfähig auch in Zukunft Arbeitsplätze vorhalten können, dann ist das natürlich auch ein Exportschlager, was wir in die ganze Welt hineintragen können. Denn wir alleine werden nicht das Weltklima entscheiden können, wir können es nur mit voranbringen. Erst dann, wenn möglichst viele Länder der Welt sich zu einer solchen Transformation in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entschließen, werden wir auch die Pariser Ziele bis Mitte dieses Jahrhunderts erreichen können. Deswegen sehe ich in diesen beiden Initiativen ganz wichtige Treiber zur Erreichung unserer eigenen Ziele, aber auch der Ziele, die wir uns weltweit gesetzt haben. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne eine ganz spannende Tagung, viele Anregungen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.